Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Degusta-Box. Das ist eine Foodbox und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die ist schwer, ich setze sie ab. Also, die Degusta-Box ist eine monatlich erscheinende Foodbox, die bis zu 15 Food-Produkte enthält, sowohl Basic-Produkte als auch so Neuheiten, Special-Produkte und sie kostet 15,99 € pro Box und pro Monat und mit dem Code Claudi bekommst du deine erste Box 6 € günstiger, also in dem Sinne für 9,99 €. Und wir haben hier, ich glaube, immer einen Warenwert von mindestens 20 € auch drin und ich bekomme sie in der Kooperation zugeschickt, um sie vorstellen zu können. Vielen, vielen Dank an das liebe Degusta-Boxen-Team und deswegen darf ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal rein. So, dann gucken wir mal, was wir diesen Monat hier drin erwarten dürfen. Sie ist ein bisschen ramponiert, aber das kriegen wir hin. Mir kommt auf jeden Fall erstmal ein Flyer entgegen. Veganer Nudelsalat. Ach ja, okay. Den kannst du hier machen. Das ist ein Rezept drauf. Und dann haben wir hier ein Aufklappding. Sehr cool. Hier sind die Produkte aufgeführt und dann bin ich mal gespannt. Ich lege das so neben mich, weil dann kann ich schauen, falls wir hier auch Alternativprodukte drin haben könnten. So, als erstes habe ich hier edle Tropfen drin. Das ist, also es gibt drei verschiedene Varianten. Entweder die Gin Edition, die Vodka Lounge oder die Rumba. Alles davon wäre nicht meins, weil ich mag nicht so gerne Schokolade mit Alkohol kombiniert. Das hier ist der Gin und ja, Gin and Tonic, Slowy Gin Fizz, Gin Daisy und Vespa haben wir hier am Start. Ja, das ist etwas, was ich dann weitergeben werde. Nun ja, wir haben jetzt ja bald Muttertag, also dementsprechend, also wenn ihr das Video gesehen habt, war wahrscheinlich gerade Muttertag. Dein Moment im Freien ist übrigens das Motto von der Box. Ja, sowas kann man auf jeden Fall im Freien genießen, wenn es nicht allzu warm ist, ne? Die hier mag ich sehr, sehr gerne von Brand, Saaten Crisp, Lower Carb. Ja, also die mag ich einfach gerne. Entweder mache ich mir die crunchig und dann in mein Müsli rein oder ich snack die so einfach zwischendurch. Kannst du dippen, kannst du roh essen. Also ich mag das super, super gerne. Stelle mir das dann einfach an meinen Schreibtisch und kann die snacken. Das ist halt ein relativ gesunder Snack anstelle von Schokolade oder so. Und deswegen finde ich es schön, dass es hier mit drin ist. Und das habe ich auch mir tatsächlich auch schon mal im Laden nachgekauft, einfach weil ich es lecker finde. Eistee haben wir hier am Start, das finde ich auch super. Von Pfanna der Eistee Pfirsich aus direkt aufgebrühtem Tee. Ja, 750 ml, das finde ich klasse. Das bleibt hier oben stehen, kann ich hier dann einfach beim Drehen immer ganz gut gebrauchen, ne? Dass man da einfach ein bisschen was zum Trinken hat. Und ich mag auch super gerne die Pfanne Eistees. Wir wissen alle, dass da ein relativ hoher Zuckergehalt drin ist, aber trotzdem, die schmecken einfach lecker. Mag ich tatsächlich. Ich kann mich noch so an meine Zeit erinnern damals. Gott, ich war jung. 13, 14, so den Dreh. Da bin ich mit meiner Freundin dann immer Fahrrad gefahren und dann haben wir uns immer, war noch vom Aldi, einen Tetrapack Eistee geholt und Eierwaffeln. Deswegen habe ich immer so einen ganz bestimmten Bezug zu Eistee und Eierwaffeln, weil das war irgendwie schön. Dann habe ich hier Moon Milk Good Mood von Herbaria, natürlicher Schlummertrunk mit Kurkuma und fruchtiger Lukuma, sagt mir jetzt so nichts. 5 Beutelchen sind hier drin. Ich mag nicht mehr so gerne Kurkuma, das ist einfach so ein persönliches Ding von mir, weil ich mir das eine Zeit lang reingezwängt habe und deswegen wird das weiter wandern, aber das ist ja auch nicht so wild, ne? Genau, ja. Hätte es davon andere Sorten gegeben? Nee, das hat auch jeder soweit drin. Die Degusta-Box hat ein bisschen umgestellt, was das Verpackungsdesign angeht. Das finde ich auch ganz interessant, aber wir haben hier sehr viele Getränke diesmal mit dabei. Das war nämlich auch echt schwer. Oh, wie geil ist das denn? Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Entschuldigung, ich raschel. Capri Sonne heißt jetzt ja seit Jahren schon Capri Sun. Ich sage immer noch Capri Sonne dazu. Sirup, Vitamine, Berry Mix. Sowas ist meins, ne? Das finde ich schon cool. Auch hier denken wir nicht über den Zuckergehalt nach, aber ich finde es schön. Und hier haben wir im Prinzip den Sirup drin, den wir dann verwenden, um ihn dann mit Wasser zu vermengen. Okay, also brauche ich das jetzt erstmal nicht hier. Wobei, nee, Quatsch. Leute, ich habe hier ein Glas Wasser, ist auch schön schon Lippenstift dran. Da gebe ich mir doch mal einen Schuss davon hier rein. Dann probieren wir das mal. Wir haben ja auch den SodaStream und diese SodaStream-Sirupse, die wir verwenden. Und mache ich super gerne. Also, dass man halt auch etwas hat und nicht diese Kisten schleppen muss. Da bin ich einfach mittlerweile sowas von Fan von geworden. Ja, riecht schon mal sehr, sehr süß, muss ich sagen. Aber das machen die Sirupdinger ja immer, ne?
zack, zu Präsentationszwecken einfach mal so rein. Weiß nicht, wie viel nehme ich denn da? Also hier war ja ein Bild drauf, ne? Ich mag das eigentlich nicht, wenn ich zu viel da drin habe. Schwenken wir das Glas. Riecht bierig. Sollte man vorher auf jeden Fall rühren oder dass du halt erst den Sirup reinmachst und dann das Wasser. Aber so gefällt mir das. Dann wird man halt auch animiert, ein bisschen mehr Wasser zu trinken, wenn du dir ein bisschen was mit Geschmack reinmachst, ne? Ja, das gefällt mir schon. Das kann man auf jeden Fall genehmigen. So, dann, meine Herren, haben wir hier noch gute Sachen drin. Zum einen habe ich hier Kräutersalz mediterran von Just Spices. Da habe ich auch einen Code, Just Claudi, da bekommt ihr auch ein Gewürz gratis dazu in euren Warenkorb, wenn ihr über meinen Code bestellt. Finde ich schön, dass wir jetzt öfters was von Just Spices hier auch in der Degusta-Box drin finden, weil ich mag die Gewürze ganz einfach. Also du hast hier schöne Gewürzmischungen, die einfach schön schon mal abgestimmt sind und dann hast du auch immer diese tollen Rezeptideen mit am Start, ne? Und das hier ist hier zum Beispiel mit Meersalz, 94%, aber dann hast du für Geschmack noch Rosmarin, Basilikum, Petersilie, Kerbel, Salbei, Bärlauch, Schnittlauchröllchen und Liebstückelblätter mit drin. Und dann, ja, hast du einfach schon mal so ein paar andere Gewürze mit dabei. Und ich finde, dass sowas dann das Gericht auch auf eine etwas andere Ebene noch mithebt. Also ich liebe es total. Dann habe ich hier eine Dose drin, die auch etwas ramponiert wurde, Pulpa von Mutti. Das mag ich auch immer gerne. Datteltomaten in Stücken, natürlich süß. Ab und an ist es nämlich so, dass wir auch Gerichte, die wir hier haben, noch etwas verfeinern oder halt manchmal auch einfach uns selber eine Tomatensoße machen. Und da kommt sowas gut. Also sowas im Vorratsschrank zu haben, ist nie weg. Doch, das gefällt mir. Da haben wir jetzt schon mal wieder aufgeholt. Dann habe ich hier, also aufgeholt im Sinne von, fing mit den edlen Tropfen für mich persönlich nicht ganz so gut an, Veggo Aquafaba, veganer Eiersatz, ideal für süße und herzhafte Rezepte. Das ist interessant, ist jetzt für mich überhaupt nicht dein Moment im Freien, also das passt für mich jetzt leider gar nicht dazu. Aber ich glaube, dass es für Leute ganz cool ist, die sich vegan ernähren, ne? Dass man hier so ein Produkt einfach mal drin hat zum Ausprobieren. Ist jetzt nichts für mich, weil ich mich nicht vegan ernähre. Das heißt, das wird dann weiter wandern, aber das ist nicht schlimm, weil ich weiß einfach, das wird bei uns nicht bleiben. Aber witzig, ne? In so einem Tetrapack. Hat was Industrielles hier. Die hier verfolgen einen doch so ein bisschen. Die habe ich jetzt schon öfters in den Händen gehalten. Hatten wir die nicht sogar letztes Jahr auch drin? Letztes Jahr. Letzten Monat auch drin? Haben wir auch zwei Stück von mit dabei, genau. Crunchy Peanut Butter Mini von Clif Bar. Die sind lecker, die snacke ich mir auch ganz gerne. Aber da hätte ich jetzt nicht schon wieder welche hier drin gehabt. Also, ja. Dann haben wir hier noch ein bisschen was Eingepacktes. Das macht die Degusta-Box halt gerne mit diesen Gläschen, damit die nicht kaputt gehen auf dem Transportweg. Da haben wir auch wieder eine vegane Alternative drin. Und zwar von Miracle Whip ist das vegane Mayo. Das finde ich auch schön. Bin gespannt, wie die so schmeckt. Aber jetzt ist ja auch die Nudelsalatzeit, wie ja auch hier auf dem Flyer zu sehen war. Und deswegen gefällt mir das. Also ich meine, dass wir schon mal so eine vegane Mayo hatten und du schmeckst eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Gerade wenn du es ja auch weiterverarbeitest und es jetzt nicht irgendwie zu Pommes oder so ist, ne? So. Dann habe ich hier noch etwas drin, das ist ein klassisches Sommergetränk irgendwie, ne? Schifferhofer, Weizenmix, Grapefruit, alkoholfrei. Finde ich super, dass die hier ein alkoholfreies Getränk reingemacht haben. So kann ich das auf jeden Fall trinken und ich mag das auch ganz gerne. Also das finde ich, ist eine schöne Geschichte, das im Kühlschrank und wenn man dann irgendwie schön im Garten war und dann sich zum Feierabend einfach so ein Grapefruit alkoholfrei gönnt. Mag ich gerne leiden. So, einen haben wir noch. Und zwar haben wir hier noch ein alkoholisches Mini-Line reingepackt. Und das finde ich sehr interessant von Behrensen Passion Fruit Cream Likör 20 ml. Behrensen ist eine Brauerei, die gar nicht so weit von uns entfernt ist. In Haselünne sitzen die, glaube ich, ne? Und genau, in Haselünne. Da war ich auch mal im Zeltlager. sehr, 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 sehr cool. Damit bin ich quasi groß geworden. Ist auch irgendwie traurig, das so zu sagen, aber wir haben hier sehr, sehr viele von diesen Behrensen oder Heid kurzen Dingern halt gehabt, ne? Da habe ich aber tatsächlich immer den Grünen zu mir genommen und das am besten mit Fanta gemischt. Fanta Grün, Leute, das war Gummibärchen in Flüssigform mit Kohlensäure. Ja, hier bin ich gespannt drauf. Sieht auf den ersten Blick ja aus wie Eierlikör, aber Passion Fruit Cream habe ich jetzt so nichts von gehört. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt schon seit ein paar Jährchen aus dem Alkohol-Game vollkommen raus. So, hier haben wir jetzt einmal den
kompletten Inhalt. Wir haben ja, wie gesagt, ziemlich viele Getränke, was aber zum sommerlichen Thema auch irgendwo passt. Den einen oder anderen Snack haben wir mit dabei, dann auch neue Produkte, etwas, wo man halt einfach mal ein bisschen was ausprobieren kann. Ne? Das finde ich auch ganz schön. Ja, also ich finde, es ist immer wieder eine schöne, lohnenswerte Box. Sie schwächelt ehrlich gesagt in letzter Zeit etwas, da bin ich auch ehrlich, aber trotzdem ist es eine Box, auf die ich mich jeden Monat aufs Neue freue. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Und dann wäre es das auch hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!